Willkommen zum Luxemburg Classic 2024. Bereiten Sie sich auf eine atemberaubende Reise durch die malerischen Landschaften Luxemburgs vor. Erleben Sie die Faszination von Veteranen, Oldtimer und Youngtimern, die sich auf einer einzigartigen Rallye durch die grünen Hügel und malerischen Dörfer Luxemburgs schlängeln. Von Porsche und Ferrari bis hin zu Jaguar, aber auch VW Käfer und Wartburg, eine bunte Mischung aus Automobilgeschichte und zeitloser Eleganz erwartet Sie. Lassen Sie sich von dem Sound der Motoren und der Schönheit der Fahrzeuge verzaubern. Seien Sie dabei, wenn die Geschichte auf vier Rädern zum Leben erweckt wird. Da musst du mal wegfahren. Die Vorbereitungen für den Luxemburg Classic laufen auf Hochtouren. Die Spannung steigt, ob alt oder weniger alt, alle Fahrzeuge müssen die technische Kontrolle bestehen. Manche Teilnehmer reisen auf der eigenen Achse an, während andere ihre Schätze vom Anhänger abladen müssen. Egal wie, eines ist sicher, die Vorfreude auf die Rallye ist riesig. Thank you.
Wir sind hier auf der Luxemburg Classic 2024. Sie kommen hier mit einem ganz schönen Jaguar. Können Sie uns etwas über den Wagen sagen, bitte? Gut, das ist ein Jaguar XK150. Das ist, der ist Baujahr, ich habe es extra draufgeschrieben, 58. Ja, und früher wurde der so in Saint-Tropez und sowas bewegt, also von den Schönen und Reichen. Mittlerweile von den Armen dann, nämlich von mir. Ja, ja, aber sie sind noch schön. Das ist ja schon mal die Hälfte von dem Gewinn. Ja, ja, genau. Welcher Motor ist da drin und wie stark ist dieser Wagen? Der Motor ist ein 3,8 Liter. Ja, und er hat etwas über 300 PS, wobei natürlich jetzt in heutiger Zeit wertet man das etwas anders. Ja. Aber immerhin, wir sind hierher gefahren mit 150, also auf der Autobahn, der fuhr schon ordentlich. Ja, ja. Aber 1958 war 300 PS doch jede Menge. Das war das ist schon viel. Ne? Ja. Gerade für die damalige Zeit ist das natürlich sehr viel. Ne? Ja. Sie haben sich jetzt ein bisschen ärmer gemacht, als Sie wahrscheinlich sind. Aber was muss man investieren in so einen Wagen? An Moneten, aber auch, ich nehme an, auch viel Zeit. Ja, ja, das stimmt. Also der Wagen ist jetzt ein bisschen optimiert natürlich für diese Rallye. Das heißt, wir haben die Stoßstangen abgemacht, wir haben den Motor ein bisschen optimiert, wir haben Schalensitze eingebaut, Tripmaster und so weiter und so weiter. Ich denke mal, das Fahrzeug, so wie er jetzt hier steht, hat einen Wert von 70.000 Euro, schätze ich mal. Also ich nehme Angebote natürlich entgegen. Genau. Ja. Aber Sie machen auch viel Arbeit selbst. Das ist nicht, dass Sie in die Garage fahren und einfach Nein. Also ich mache relativ viel selber. Ja. Also ich baue jetzt nicht den Motor ein und aus, aber alles andere mache ich eigentlich schon selber. Ja. Das muss man natürlich auch machen. Man braucht so ein bisschen Verständnis dafür, wenn man überhaupt sich mit Oldtimern beschäftigt. Sie sind zum ersten Mal hier bei der Luxemburg Classic. Das ist das erste Mal unsere Teilnahme. Wir haben schon andere Rallyes gefahren, aber hier in Luxemburg waren wir noch nie. Ja. Wir sind also ein bisschen aufgeregt. Das ist ein Vauxhall, der ist entstanden aus einem Vauxhall Kadett YJ, das war eine Limousine und die Limousine war fertig restauriert und ist dann abgebrannt. Und dann blieb über sozusagen das Fahrwerk und Motor und Bremsen, das hat das Feuer nicht hingerafft und dann hat das einer aufgekauft, der Oldtimer Kranz in Strahlen und hat dann diese Karosserie da drauf gebaut, die aber vom Vauxhall hergeleitet ist, von den Zeitgenössischen mit dieser Sicke in der Motorhaube daran erkennen, dass Leute, die ein bisschen Ahnung haben, dass das wirklich ein Vauxhall ist. Ja, das war ja damals auch üblich, dass man zum Teil, auch wie der Bugatti hier neben uns, dass man zum Teil nur das Chassis gekauft hat und man hat dann ein Karossier gesucht und sich das aufbauen lassen. Genau so. Wenn man dann fragen darf, wie viel Kubik, wie viel Zylinder, wie viel Pferdestärke hat so ein Vauxhall? Der hat 6 Zylinder, 3200 Kubik und ist angegeben mit 85 PS. 85 PS, ja. Das genügt ja, um unsere schöne Luxemburger Straßen heute noch zu genießen. Ja, das reicht. Wie kommt man zu so einem Hobby und was muss man da investieren, grob? Hobby, ich bin Pensionär, ich habe viel Zeit. Und wollte halt irgendwie was machen, wo ich ein bisschen unter die Leute komme und noch ein bisschen Europa sehe. Und was man investieren muss, ich sag mal viel. Punkt. Viel, ja. Okay, ja. Ich wünsche noch viel Spaß hier. Wir haben ja noch anderthalb Tage. Alles klar. Und dann schönen Aufenthalt in Luxemburg. Okay, gerne, danke. Tag 1 der Luxemburg Classic 2024. Wir sind heute von Luxemburg-Stadt in den Norden gestartet und haben schon viele wunderschöne Landschaften und beeindruckende Oldtimer gesehen. Die Mittagspause in Clerf war eine tolle Gelegenheit, mit den Teilnehmern zu sprechen und ihre Geschichten zu hören.
schönen Auto hier. Den zählt also noch ein bisschen, was das für ein Markt, aber was stößt du unter der langen Haufen? Das ist ein Jaguar S600 und nur der Motor von 3,5 Liter. Hat 125 PS. Und das ist von 1931. Ja, voilà. Wie kennt ihr uns so ein Hobby? Da muss ich aber. Ein Hobby am Allgemeinen oder. Den, ja. Die alle Autoen. Ich sammle Autoen von einer 7. Ja. Und da sehen wir, wenn ich nicht unsicher bin, das geht nie mehr los. Da steht ein Garage und ein Scheuer voll und du kannst den Hauten dafür heute raussichern. Ja, wir haben einen Platz, wo wir sie können, aufstellen. Aber wie gesagt, den habe ich mal geholt. Den Hund ist nicht so leid, den ist letztes Jahr gekauft. Das ist von uns echt groß Ausfahrt. Ja. Und das ist mir ganz gut gelaufen, ich bin ganz zufrieden und ich hoffe, dass da so viel gibt. Okay, da wünsche ich mir noch ganz viel Spaß, dass du nach anderthalben Tag und dann noch einen Platz oben im Podium vielleicht. Ja, so weit kommen wir nicht. So weit. Wollen wir auch nicht, muss auch nicht sein, bei mir kommen dann, wir haben Anja muss gut Platz, ich bin zufrieden. Ja, das Tisch geht um den Spaß. Geht um den Spaß, hauptsächlich. Okay, merci Leo. Also, Riva steht hier neben dem Goy, und der Goy hat eine ganze Kollektion, hat man zählt den Dopp-Goy, gell? Wie du es heute dein Bugatti rausgeholt, für was hast du den noch heute rausgesicht? Ma jo, wir, da sollte ja nicht so ganz schön sein, mit Tränen, und wir fahren normalerweise immer mit den kleinen Racern, du hast kein Fenster drüber, kein Dach drüber, kein Platz, wenn wir mal ein kleines Souvenir auf den Etappen in der Weg kriegen. Und hier ist also der Typ 40, das ist der Grand Sport, das heißt, für den Kursen zu fahren, weil das gebraucht gehen, früher für mich Langstrecken. Nicht für Formel 1, für man halt so eine Kursen zu fahren, aber für mich lange Strecken zu fahren. Und das ist ein E3, die nach Ginn, den Typ 40 beim Kompressor als Grand Sport. Ja. Wie viel Pferd, wie viel Kubik oder so etwas? Meine, das sind 1500 Kubik und den hört aber 100 Pferd. Das wird immer schon Downsizing, kann ich sowieso, und dass dann den Kompressor den Kraft bringt. Ja, weil der 1500 aber das ein nach 5-mal gelehrt an das Kompetitionsmotor, die sie auch noch an der Klasse von der 1500 hatten. An den haben sie dann ans Grand Sport geholt, dieselbe Chassis, dieselbe Motor mit dem Kompressor für zu fahren. Ja, ja. Was für ein Jahrgang als deine noch? Das war 1927. 1927, ja. Ich bin nur die erste halbe Etappe auf. Du warst, meinst du, mich oft bei der Luxemburg Classic dabei. Was kann ich kurz zur Organisation sagen? Also ich muss ein großes Kompliment machen für die Organisation. Sie natürlich die fantastische Straße, ich meine den Organisator aus Lützebäuer, an der weiß, was für eine schöne Straße wir am Ländchen haben, wo kein Trafik ist, aber wirklich formidable Makadamas, also schöne Straße, wo ein exzellent kann fahren. Und ich meine, als ausländische Leute, die hier auf Lützburg kommen, die sind all begeistert, was wir hier für Straßen haben, für zu fahren, zumal so auf so einen gemütlichen Tag. Grüß und merci, ich wünsche dir viel Spaß mit dem heutigen Auto. Und ich bin sicher, dass wir dich noch mit einer Gefährer rumfahren. Mach ja ganz gerne. Am Tag 1 gab es für alle Teilnehmer das echte Highlight. Egal, wie viel PS unter der Haube steckten, konnten alle Teilnehmer ihre Fähigkeiten auf der Teststrecke des Reifenherstellers Goodyear unter Beweis stellen. Diese Strecke wird gelegentlich auch für Rennen freigegeben, aber heute ging es nur um die Regelmäßigkeit.
Die riesige Freude stand den Teilnehmern im Gesicht, als sie die Strecke, an den Kameras vorbei, verlassen.
Auch Tag 2 der Luxemburg Classic war ein Traum. Die Fahrt in Richtung Müllertal, die kleine Schweiz Luxemburgs, bei bestem Wetter war einfach herrlich. Der VW Sparkäfer Baujahr 68 vom Filmteam gab sich alle Mühe, den flotten Sportwagen zu folgen. Die Stempelkontrolle an der malerischen Ruine Burg Beaufort war ein weiteres Highlight. Die perfekte Kulisse für das rollende Museum, mit dem Sound der Motoren, der durch den luxemburgischen Sandstein hallte, war einfach magisch. Ein unvergesslicher Moment der Luxemburg Classic 2024. I don't know.
Nummer 98. Die Fahrt hoch nach Beaufort und dann wieder runter zur Sauer, dem Grenzfluss zwischen Luxemburg und Deutschland, war ein echtes Abenteuer. Die kleinen Straßen mit ihren vielen Kurven boten eine spannende Herausforderung für alle Teilnehmer. Ob Limousine oder Cabrio, es war ein echtes Vergnügen, die Landschaft so hautnah zu erleben. Letzte Mittagspause in Steinheim. Das kleine Dorf bot wohl eine malerische Kulisse für die Luxemburg Classic, aber das zentimetergenaue Parken war eine Herausforderung. Noch einmal bot sich die Gelegenheit für das Team von 4K Filmlux für Interviews, um so weitere Teilnehmer und ihre Geschichten zu erfassen. Bonjour, Mirko. On est ici à côté d'une des voitures les plus extraordinaires, je dirais, de ce rallye, en tout cas celle qui est la plus colorée. Qu'est-ce que tu peux nous raconter de cette voiture? Une voiture de rallye, pas forcément pour les old-timer rallye, mais quand même une bonne manière de la faire bouger. Une voiture mythique dans le rallye. Oui. Tu peux nous dire quelque chose sur les cylindrées, les chevaux, etc. C'est 4 cylindres, c'est une voiture avec 350 chevaux, c'est groupe EA Basis. Oui. Base de groupe EA faite par un privatier à l'époque. Ok. Tu connais ceux qui ont roulé dessus, tu sais si elle a roulé dans des grands rallyes? Ils ont roulé à l'époque, ouais, ils ont fait des grands rallyes, ils ont fait... Elfenbein, QST, ils ont fait en Sud-Amérique aussi, ils ont fait des rallyes. Ouais. Un par an, et puis après,
et garder la voiture. Pour entretenir une voiture de course comme ça, il y a beaucoup de pièces spéciales, etc. Est-ce que c'est facile ou là, il faut vraiment être le passionné total? Il faut avoir un très très bon garagiste. Voilà. Non, c'est un mécanicien, il est en Autriche, pas très loin, enfin à côté de Graz. Et lui, il est vraiment spécialiste seulement dans les Lancia Delta. Okay. Parce que c'est une voiture qui est très 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 technique. Ouais. Et là, il faut vraiment mieux avoir quelqu'un qui connaît vraiment bien la voiture. Voilà. Ok, je te souhaite encore beaucoup de plaisir. Merci. Ici, sur nos routes au Luxembourg, j'espère que avec ça vous plaisir. Plaît. Hein, et revenez souvent avec des belles voitures comme cela. On va essayer. Merci. Da haben wir dann einen Ferrari Mondial T von 1992, ein 3 Liter Feier mit 300 PS. Die Klänge sagt bei dem Auto heute, das ist ein Auto, die nicht reicht 7000 Kilometer. Voilà. Voilà. Das ist nicht ein bisschen schwer, wenn man so sagt, dass man den Garage durchlässt. Doch, das ist schwer. Und dafür haben wir gesagt, wir geben dann heute mal ein Jahr, also gestern, heute mal rausholen, ja. Für das mal ein bisschen viel durch. Ja. Und voilà. Und dann plus bei dem Flotte Wieder, Cabrio, heute geht dem Auto wirklich die Flotte hin. Ja. Als 2+2 Sätze, super. Die Organisation ein bisschen, aber du bist Lützburger, du kennst das Land ein bisschen, aber was kann ich sagen zu der Organisation hier? Ich muss ehrlich sagen, dass die Rallye heute das Rallye, den ich nicht will verpassen, weil wenn den Eid so Rallye organisiert, also es fordert Lützburger nach all den neuen Strecken zu sehen, weil natürlich, auch wenn ich viel Rallye fährt, kenne ich viele Strecken, aber den Eid bringt es immer im Pferd, neue Flottwehr zu finden. Und voilà, er hat eine super Stimmung mit doch, ich meine, über 100 Autos. Ja. Das ist genial. Ja, ja. Also, das ist ein bisschen schwer, die Klangstraße für die scheine Ferrari, da kommen die 300 PS nicht so richtig zur Geltung. Ich dachte, das ist gerade da, wo ich am meisten Spaß hat, auf den kleinen Straßen, weil wir auf den großen Autobahnen oder so, möchte das nicht so viel Spaß. Ne? Ja. Merci, Christian. Ma, merci auch. Ich stehe nur hier neben dem Albert, da heißt, ich sitze, weil der Albert auch an seinem Lancia hier sitzt. Der Albert erzählt also noch ein bisschen etwas über sein schönes Auto hier. Ja, das ist ein Lancia Aurelia B20, Baujahr 57. Das ist eine ganz spezielle Version, weil das ist eine Rallye-Version, die nie vor Käfer schaut. An Tieren, Kapo, Malenwecker sind am Aluminium. Das ist eine ganz spezielle Rallye-Version und schon haben wir ganz, ganz viel Spaß damit. Für eine große Rallye in Ausland hauptsächlich zu fahren. Ja, wenn man so ein spezialisiertes Auto hat, ist es da nicht so viel schwerer, für dann nach da Stecker zu fahren, wenn man da mal musst du schaffen? Oh nein, ein Lancia, das geht nach Baujahr 57 und also wir warten nach da für die Auto und da hast du noch kein Problem für Stecker zu fahren, momentan. Du hast auch gesagt, du bist groß Rallye gefahren, was bist du denn so in der letzten Zeit gefahren? Weil das heißt, das Auto hat schon 300 Millimilia, das Original Millimilia gefahren. Sind lo am Dezember sind ich schon für zweite Rallye Mille Miglia zu Dubai gefahren in 1800 Kilometer bis an den Oman rüber und zurück. Und lo die heute Rallye direkt und sind wir nach den Coppa delle Alpi gefahren an Italien zu Trieste durch sieben Länder. Und wie gesagt, den Auto hat schon ein paar Strecken haben uns. Auch als Lützburg will ich mich da aber Spaß auf dem Heim schlecht 800 Kilometer können fahren. Ja, wir waren 800 Kilometer, wenn ich den Vergleich mal im Oman. Die Straße ist super, aber ich muss einfach sagen, die letzte bei der Straße, die kommen dem aber gleich. Haben wir wirklich ganz, ganz schöne Straße. Ne? Voilà. Ich sage ein großes Merci und ich wünsche noch ganz viel Spaß. Ja, merci. Eine schöne Kontinuation für Ihr Jochen. Hier ist der Albert, der hat ein ganz außergewöhnliches Fahrzeug. In dieser Rallye, man sieht diese überhaupt sehr selten und dass man das in Luxemburg sieht, ist schon außergewöhnlich. Können Sie uns etwas über dieses Fahren sagen? Ja, das ist ein Renault Alpine A106, Baujahr 1956. Also sozusagen der Begründer des Ruhms von Alpine, basiert auf dem Renault 4, auf dem sogenannten Kremschnittchen, aber natürlich mit einem stärkeren Motor, 750 Kubik, später 850, stattliche, schätze ich, 45 PS.
Fährt sich sehr schön für die damalige Zeit, recht sportlich, war ein Konkurrent vom Porsche 356. Natürlich kennen alle diesen berühmten Renault Alpine A110, aber die Geschichte von Alpine hat eben mit dem angefangen. Ja. Das war ja auch dieser Leichtbau, das war ja ein Geheimnis von Alpine überhaupt. Gehört ja. Dieser auch schon dazu? Ja, also das ist eine Kunststoffkarosserie. Ja. Das genaue Gewicht weiß ich auf Anhieb nicht, ja. Aber das Auto ist schon sehr leicht. Diese kleinen Luxemburger Straßen müssen euch ja sehr viel Spaß machen hier. Ja, die machen sehr viel Spaß. Bergauf ist es manchmal mühselig, muss man sagen, mit 45 PS, aber bergab macht es richtig Spaß und das Ding liegt fantastisch auf der Straße durch den negativen Sturz hinten und die Sträßchen sind fantastisch. Die Landschaften sind auch einmalig. Dann wünsche ich euch noch sehr viel Spaß und ich hoffe, dass wir Sie dann in Luxemburg Stadt wiedersehen. Bis nachher. Sehr gerne. Bis ja. Nachher. Danke. Die Luxemburg Classic führte am 14. September 2024 durch Wecker, wo die letzte Stempelkontrolle stattfand. Trotz des Alters der Fahrzeuge gab es kaum Ausfälle, was die Zuverlässigkeit der teilnehmenden Klassiker unterstreicht. Die letzte Etappe führte danach die Teilnehmer in die Hauptstadt des Großherzogtums. Classic nähert sich ihrem Ende. Mit dem roten Triumph TR 250 geht es auf den letzten Kilometer. Die Teilnehmer umfahren die Altstadt und streben dem Ziel entgegen. Die Luxemburg Classic erreicht ihren Höhepunkt. Die historischen Fahrzeuge drängen sich auf die Mauern Gibraltars des Nordens, auf dem Platz der Verfassung, der majestätisch von der Statue der Goldenen Frau gekrönt wird. Nicht weniger als 96 von 98 Teilnehmern haben das Ziel erreicht. Sie werden von einem begeisterten Publikum empfangen. Die Freude über die bestandene Herausforderung ist greifbar, doch gleichzeitig schwingt ein Hauch von Melancholie mit. Hier ist
keep working Heinz, Kevin, look at the popcorn. Look at the popcorn, keep working Heinz. Berlin hört immer die Hexe, die Quelle, die ist kaputt. Und das wünsche ich dir wieder. Gib es die Quelle her, die noch kommt mit. Na, Jutzi. So, und der Gewinnerteam vom letzten Jahr, Pierre Rateau, mit der Nummer 34, der Mercedes 180 Porton, Emikratius und Anna Bertius. Hallo, hallo again. Die Luxemburg Classic ist nicht nur ein wunderschönes Event für Oldtimer-Liebhaber, sondern auch ein spannender Wettbewerb. Die Teilnehmer müssen Regelmäßigkeitsprüfungen bestehen und an bestimmten Punkten entlang der Strecke Stempel sammeln. Der Navigator ist ein wichtiger Teil des Teams, denn er sorgt dafür, dass die Route korrekt befahren wird. Für die meisten Teilnehmer steht aber der Spaß an erster Stelle. Und der Gewinner der Luxemburg Classic 2024 ist das Team Sabine und Stefan Kunze auf einem BMW M3 Cicotto. Herzlichen Glückwunsch an beide! Ja,
Die letzten Teilnehmer der Luxemburg Classic 2024 erreichen den Platz der Verfassung. Langsam, aber stolz ziehen die historischen Fahrzeuge an den jubelnden Zuschauern vorbei. Die Begeisterung entlang der Straßen, in den Dörfern und an den Kontrollpunkten war spürbar. Die allgemeine Zufriedenheit der Teilnehmer ist ein Beweis für den Erfolg der Veranstaltung. Ein herzliches Dankeschön an alle, die zur Luxemburg Classic 2024 beigetragen haben.